Das ist dann, sagt der Satz mit Division gefressen. Sie können zwei ganze Zahlen nehmen, x und k gegen vab. Ja. Dann können Sie die Division gefressen. Ja, ja, das muss jetzt ein bisschen zeigen, dass r 0 ist. Ja? Sie müssen zeigen, dass r 0 ist. Angenommen, also ich mache Division mit Rest, ich teile dieses x durch das KGVAB. Wir wollen ja zeigen, dass dann kein Rest bleibt. Angenommen, es bleibt ein Rest. Also angenommen, R ist größer als 0. Angenommen, R ist größer als 0. Also R kann ja größer als 0 sein oder gleich 0. Angenommen, R ist größer als 0. Was folgt daraus? Wir wissen, dass x wird von a geteilt und wir wissen, dass kgv wird von a geteilt. Ich mache es einmal formal hier. Also wir wissen, dass x wird durch a geteilt. Das ist q1 mal a. Und das y, das kgv hier wird auch von a geteilt. Ne? Das ist irgendwas anderes. Sagen wir mal Q3 mal A. Das X wird von A geteilt und das KGV wird von A geteilt. Das bedeutet, jetzt können Sie Folgendes machen. Sie können das eine auf die andere Seite holen, A ausklammern und zeigen, dass R auch von A geteilt wird. Ja? Sie können daraus folgen, A teilt R. Und wenn dies, das hier durch A geteilt wird und das durch A geteilt wird, muss auch das durch A geteilt werden. Das gleiche können Sie mit B machen. X wird von B geteilt, das KGV wird von B geteilt, also muss auch R von B geteilt werden. B teilt R. A teilt R und B teilt R, das heißt, R ist ein gemeinsames Vielfaches von A und B, das kleiner ist als das kleinste gemeinsame Vielfache von A und B. Kann nicht sein. Wenn ein Rest bleibt, dann muss der von A und von B geteilt werden, weil das und das auch von A und B geteilt wird. Und dann haben wir hier ein gemeinsames Vielfaches von A und B, das kleiner ist als das kleinste gemeinsame Vielfache von A und B. Das kann nicht sein. Also kann R nicht größer als 0 sein. Also muss R gleich 0 sein. Und wenn R gleich 0 ist, dann hat es exakt die Form, die wir haben wollen. Dann zeigt das, X ist ein Vielfaches vom kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A. Also folgt daraus Widerspruch, R ist nicht größer 0, also R gleich 0.